Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Toolbox-Video. Heute geht es mal um Hintergründiges, sprich das Thema Kanalhintergrund bei YouTube. Ich bin mal schon ein paar Mal nach meinem Kanalhintergrund gefragt worden. Die Grafik werde ich euch heute mal vorstellen en Detail und darüber hinaus noch ein paar Worte verlieren über Kanalhintergründe allgemein, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Ich hatte ja lange Zeit bis Mai, glaube ich, rein einen einfachen neutralen Kanalhintergrund und bin da mal drauf angesprochen worden und habe dann hier einfach mal diese Collage gemacht, die ihr kennt jetzt als mein Kanalhintergrund. Und bin jetzt zwei, dreimal danach gefragt worden, was das alles zu bedeuten hat. Und deswegen gehen wir das einfach mal durch. Ich habe mich natürlich nicht vorher danach erkundigt, in welchem Format, also Seite mal Höhe, in welcher Auflösung man diesen Kanalhintergrund machen sollte, damit er anständig aussieht. Sondern ich habe mir einfach gedacht, Momentchen mal, bei YouTube ist Hochformat, also mache ich mal eine Grafik im Hochformat. Und da das Motto meines Kanals ja heißt, ich zeige euch meine Welt und das eben nicht nur auf Minecraft bezogen ist, jedenfalls von der Planung her, da soll noch wesentlich mehr kommen, dachte ich mir, ich nehme das Thema, das Motto einfach nochmal auf, ich zeige euch meine Welt und mache hier einfach so eine Collage von verschiedenen Dingen, mit denen ich mich im Laufe meiner Gamerlaufbahn, PC-Laufbahn beschäftigt habe. Und stell das hier einfach mal so zusammen, ne, wie so eine Pinnwand oder ein kleines Fotoalbum, was man auch zu Hause zu hängen hat. Und gehen wir einfach mal die einzelnen Sachen durch. Ja, und fangen wir hier links oben an. Dutchman's Diner mit der schönen Lady hier, der Halbmatrosin. Das ist ursprünglich gewesen ein Schild für Trackmania, das Maupi für mich gemacht hat. Er hat einige Mitglieder aus dem Clan X-Rated mit solchen Schildern ausgestattet und für mich war das eben Dutchman's Diner, weil eben auch mein Mania-Link, meine Trackmania-interne, spielinterne Webseite so heißt, Dutchman's Diner. Und der Dutchman's Diner auch nochmal in meinen Singles-Comics auftaucht. Richtig als Restaurant, als Standort, als Lokal, nicht nur als Lokalität. Erstklassige Arbeit von Maupi. Den einem oder anderen ist er vielleicht bekannt noch aus Trackmania mit seinen Skins und auch als Moderator aus dem Deep Silver Forum, wo er viel gemacht hat. Deswegen hier das Schild dabei. Dann rechts oben haben wir einen meiner ersten Screenshots aus Minecraft. Das muss ja nun auch dabei sein. Und zwar die Strandhütte bei Nacht. Dann haben wir hier auf der linken Seite wieder das Auto. Das ist einer meiner ersten Skins, also Autolackierungen, die ich gemacht habe für Trackmania. Das Modell ist der Hermes aus GTA San Andreas. Und dem habe ich halt eine eigene Lackierung verpasst. Habe da ein bisschen mit diesen Marmoreffekten experimentiert. Den Skin habe ich auch verwendet im... Wo waren das? In meinem Tutorial-Video, wie hieß denn das? Don't Drink and Drive 2. Da kommt er auch drin vor, da habe ich ihn verwendet. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Dame mit den feuerorangen Haaren. Bekannt aus dem Film, aus Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Das ist seine Freundin. Jetzt frage ich mich mal glatt, wie die heißt. Kleinen Moment. Jawohl, da bin ich wieder. Jessica Rabbit heißt sie, singt in einem Nachtclub
und sprach die unsterblichen Worte: Ich kann nichts dafür, ich bin so gezeichnet. Die habe ich hier auf den Skin raufgepackt. Hier ist er nochmal extra. Dann der kleine weiße Mann hier im Laborkittel. Das ist mein South Park-Avatar aus dem Projekt South Park, aus dem Trackmania-Film, der leider nie entstanden ist, nie fertig wurde. Die Bond-Parodie, die wir da versucht haben zu machen. Und ich habe das Material hier gezeigt als 100-Abonnenten-Special. Die Sachen, die wir bis dahin zusammengestellt haben. Das war also meine Figur in dem Film. Q, der also Bond immer die neuen Autos gibt und sich dann darüber beschwert, dass er sie entweder gar nicht mehr abliefert, weil er sie irgendwo zerlegt hat, oder wenn er sie wieder abliefert, dann natürlich total runtergekommen und mit Spermaflecken auf dem Beifahrersitz. Bond-mäßig halt. Das war also meine Rolle in diesem Projekt, in diesem Film. Dann haben wir hier Elvira. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Elvira, Mistress of the Dark, hat mal in einer Filmkomödie gespielt, ist auch schon eine ganze Weile her, wo sie also so eine B-Movie-Ansagerin macht auf irgendeinem Privatkanal und dann also in irgendwelche Abenteuer da verwickelt wird. Ja, einfach eine Kultfigur, wenn auch nicht mehr aus eurer Generation hier. Na, vielleicht dem einen oder anderen sagt sie noch was. Dann hier rechts dieses markante männliche Gesicht. Das ist mein Avatar, meine Figur in Singles 2. Da habe ich mich quasi selber mal als Figur ein bisschen versucht nachzubauen, so mit Haaren und ja, Gesichtszügen weniger, aber Frisur und Augenfarbe und so weiter. Und bin so auch aufgetreten in einem Comic, den Hecki, oder ja, den Hecki mit mir zusammen gemacht hat, so muss man sagen. Ja, wer die Hecki-Comics kennt, dem brauche ich nichts zu sagen. Für alle anderen, Singles 2 ist ein ähnliches Spiel wie Sims. Allerdings eher auf Paarbeziehungen konzentriert und nicht auf den Rest des Lebens. Man kann also genauso seine Wohnungen, seine Apartments da einrichten und dann für die Beziehungen zwischen den Leuten sorgen. Und man kann dieses Spiel recht gut modden, also selber Extensions entwickeln, dass da neue Möbel und neue Frisuren und was weiß ich nicht alles reinkommen, neue Texturen. Da ist im eigentlichen Spiel relativ wenig gewesen. Das Spiel ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, es ist von 2006 oder sowas, größenordnungsmäßig. Und ich war eine Zeit lang sehr aktiv im Singles-Forum. Hab zwar, ja, gut, relativ wenig so eine Extensions gemacht. Aber Singles ist auch recht gut mit seinem Fotomodus, um ja, Comics zu machen, Bildergeschichten zu erzählen. Da habe ich was gemacht, das werde ich dann wahrscheinlich auch hier irgendwann mal vorstellen. Und ja, Hecki ist, was das angeht, wirklich eine Legende. Und bei einem Comic durfte ich also mit ihm zusammenarbeiten. Und in diesem Comic bin ich dann auch selber als Figur aufgetaucht, nämlich als eben jene hier. Ja. Dann nächste Reihe. Da haben wir hier auf der linken Seite wieder Trackmania und zwar aus einer Aktion vom Adventskalender des T-Maniacs Blogs. Da habe ich zum Nikolaus diesen Skin, diesen Volvo hier veröffentlicht als sechstes Türchen. Die Lackierung des Autos ist also von mir und da gab es halt einen Wettbewerb, dass man den schönsten Screenshot oder die schönste Montage mit diesem Screen einsenden sollte und mir hat eben dieses Bild hier besonders gut gefallen, ja, Santa Claus bzw. der Nikolaus in seinem neuen rallye-tauglichen Volvo mit den beiden Schönheiten dabei, mit dem fröhlichen Schneemann im Hintergrund, das hat für mich gepasst. Ja. Dann hier auf der rechten Seite, da
Das Deep Silver Logo vor dem Auge, das Bild stammt aus einem Kalender, Wandkalender, den ich mal von Deep Silver bekommen habe, weil ich da im Forum als Moderator aktiv war und mich da um den Bereich Trackmania-Videos gekümmert habe. Da gab es halt zum Jahreswechsel so ein kleines Goodie, den Wandkalender. Da habe ich halt das Bild rausgenommen mit dem eingearbeiteten Deep Silver Symbol. Das habe ich auch mehrfach in Videos verwendet, zum Beispiel in dem Deep Silver Skin Video, was ihr in meiner Reihe Trackmania Regiekommentar auch sehen könnt. Dann gehen wir hier, ups, nicht größer weiter, sondern weiter runter. So muss man das hier machen. Ja, dann haben wir hier auf der linken Seite ein Bild, ein Wallpaper, was ich mal eine lange Zeit als Bildschirmhintergrund hatte, aus einer South Park-Folge, wo es, also, wie waren die Story? Es geht, glaube ich, um Katzenpisse, die dann irgendeine Droge enthält. Und Kenny erlebt hier also gerade ein fantastisches Abenteuer eben auf dieser Droge. War eine tolle Episode, hat mir einfach richtig gut gefallen. Dann haben wir hier einen Screenshot aus Singles. Und zwar aus dem Dutchman's Diner. Ups, was ich zack, hier oben angesprochen habe. Das gibt es ja, wie gesagt, auch als Lokalität in Singles. Und hier an der Bar erwarten also einen die hübschen Mädels, weisen einen ein und freuen sich darauf, einem den Abend zu versüßen. Ne? Dasselbe Bild habe ich übrigens auch als Grafik auf meinem Mania Link Dutchman's Diner. Wo also hier, ja, das ist glaube ich eins der quasi Schaltflächen für, wo es dann in die einzelnen Teilbereiche weitergeht. Ja. Dann sind wir auch hier schon fast unten angekommen. Hier unten links nochmal aus Singles. Die Mädels sind nicht von mir, aber die Badeanzüge, die sie hier tragen, die Einteiler, die sind von mir. Die habe ich also mal als Extension gebaut. Genauso wie hier hinten dieser Ladentresen mit den halben Schaufensterpuppen, die das dann da präsentieren. Das ist also auch von mir gemacht. Für Singles kann sich jeder runterladen und benutzen, wer weiß. Wenn er denn weiß, wie damit umzugehen ist. Ja. Und hier auf der rechten Seite nochmal Trackmania im Hintergrund und mein, ja, ich sag mal, Avatar, den ich in MovieStorm verwende. Das ist eine Software, mit der man ja richtig Filme machen kann. Ich habe eine Fläche, auf der ich meine Bühne bauen kann, meine Dekoration mit Wänden und Pipapo, kann also richtig auch kleine Räume einrichten oder offene Szenen oder Straßenszenen, alles einrichten aus einem Baukasten im Prinzip, kann dann eben da die Personen reinsetzen, habe da verschiedene Outfits zur Verfügung und kann die halt dann eben agieren lassen und dann eben auch festlegen, wie das Ganze mit einer Kamera aufgenommen wird. Da habt ihr ja auch schon ein paar Szenen von mir gesehen. Wird auch sicherlich noch was kommen. Ja, und das MovieStorm zum Beispiel hatte ich im Hinterkopf als Technik, als Mittel zum Zweck, um eben zum Beispiel die Jagd auf der Folge nach auf der Jagd auf der Jagd nach der Folge vom von Folge 200 vom Gronkhs Minecraft Let's Play das zu machen. Da hatte ich ja in Folge 50 und ich glaube 49 die vorhergehende mal ausführlich darüber gesprochen. Für alle die da nicht so im Thema sind, Gronkhs Minecraft Let's Play, die erste Staffel lief ja bis Folge 199. Dann kam dazwischen noch dieses Horst Special. Aber eine Folge 200 gibt es bei Gronkhs Minecraft Let's Play nicht. Die ist einfach ausgefallen, übersprungen worden. Mit Folge 201 hat er dann die aktuelle neue Welt angefangen. Aber
Zu Folge 200 ist nie irgendwas gesagt worden von Gronkh. Und sie ist nie rausgekommen, obwohl natürlich einige behaupten, sie hätten sie gesehen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Geschichte, die hat mich ein bisschen gereizt. Und da habe ich also daran gedacht, seine beiden damaligen Co-Player, nämlich Trash Tasmani und Sarah Zahar, in einer Geschichte, in einem ja, selbstgemachten Film loszuschicken auf die Suche nach der Folge 200. Und das Ganze so als eine Mischung aus Blues Brothers, Matrix und ja, weiß ich nicht, was ich da noch reinkippen wollte. Und da eben Sarazar nicht eben als sondern als Frau, nämlich als Sarah, Leerzeichen, Zar. Und Trash Tasmani als Mann, eben Trash der Spitzname und dann Tasmani der Hauptname, dass man das also alles schön verdreht und verwurstet und da ein paar richtige Gags herausquetscht. Das ganze Ding ist leider nie was geworden. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört einfach mal in die Folge 50 rein. Da spreche ich ausführlich darüber. Vielleicht mache ich das Ding ja trotzdem oder irgendwann mal was Ähnliches, wenn das Thema nochmal hochkommen sollte. Ups, jo. Ja, so viel zu meinem Kanalhintergrund. Jetzt kennt ihr also hier die Geschichte und die Bedeutung jedes einzelnen Bildes, was ich hier verwendet habe. Ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die bei mir anders ist als bei anderen Let's Playern. Na, die haben da teilweise irgendwelche Muster drauf oder irgendwie so ein Anbau, dass ihr Player oben aussieht wie so ein elektronisches Gerät und dann eben rechts und links ein paar Elemente oder Figuren aus den Spielen, diese Let's Playen. Bei mir das hier ein bisschen anders. Ne? Das Kanalmotto bei mir, ich zeig euch meine Welt. Und das ist hier ein Teil meiner Welt. Eben nicht nur Minecraft, sondern eben auch Trackmania und Singles und noch so einiges andere dabei. Deswegen ist der also auch hier so als Collage, genauso wie meine Welt, die ich euch da im Laufe der Zeit noch zeigen werde, aus vielen verschiedenen Sachen halt zusammengesetzt ist. Ja, was wollte ich noch zu Hintergründen allgemein sagen? Kanaldesign ist natürlich für einen Let's Player wichtig. Nicht für ihn selber, also er selber könnte ja, man selber könnte ja seinen Kanal betreiben ohne jedes Design, ohne jedes Kinkerlitzchen, was man da macht. Sondern es geht ja eigentlich um seine Videos, die Spiele, die man spielt, etc. pp. Aber es wird mittlerweile vom Publikum, von den Zuschauern einfach erwartet. Einmal, dass man natürlich ein bisschen Ordnung in seine Videos bringt mit Playlists etc. Und zum anderen ist der Kanal auch eine hervorragende Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das Ding ist also eure Visitenkarte. Behandelt es entsprechend. Ja. Macht das ordentlich zum Beispiel, sorgt dafür, dass die Schriften und Texte lesbar sind. Wenn ich eine mittelgraue Schrift auf hellgrauem Untergrund habe, das sieht man nicht. Da kann man die Texte nicht lesen. Das ist mir schon auf einigen Kanälen, die ich besucht habe, so passiert. Gehe ich dann einfach weiter zum nächsten, weil es gibt genug Auswahl bei Leuten, die es halt richtig machen. Ja, da könnt ihr dann als Let's Player noch so gut oder so schlecht sein, wie ihr wollt. Wenn man auf eurem Kanal die Infos nicht lesen kann, dann kommen da die Leute nicht hin. Ja. Das als Grundregel. Also kümmert euch um euren Kanal. Es gibt eine ganze Reihe Tutorials, was man da machen kann, wie man das macht. Ja, denkt dran, euer Kanal ist eure Visitenkarte nach außen. Die Leute sehen und hören ja nichts anderes von euch als das, was ihr hier bei YouTube hochladet und macht und gestaltet. Und es gibt natürlich Wettbewerb, Konkurrenz unter Let's Playern und euer Kanaldesign, das ist ein Mittel, um euch von anderen abzuheben, um bei den Leuten, die bei euch zuschauen, in Erinnerung zu bleiben. Möglichst nicht in schlechter natürlich. Ja. Wählt da also sinnvolle Farbkombinationen. Geht ruhig von den Farbschemata aus, die euch YouTube da anbietet.
Und dann macht halt so ein bisschen drumrum. Dann habt ihr also schon mal die Gewähr, dass das halbwegs zusammenpasst von den Farben her. Wenn ich dann sehe so eine Sachen wie Zitronengrün und Knallrot, sowas tut einfach nur den Augen weh. Leute, das kann man nur in jungen Jahren ertragen. Ja. Wie gesagt, euer Kanal ist eure Visitenkarte. Und die sollte anständig und gut aussehen und eben möglichst auch widerspiegeln, was ihr macht. Da habt ihr eben die Möglichkeit, eure Persönlichkeit einzubringen und vorzustellen. Gut, da ist in jungen Jahren vielleicht noch nicht so viel da, aber da müsst ihr halt nehmen, was ihr kriegt. Na? Bei mir ist es so, ich habe mich eben von meinem Kanalmotto leiten lassen: Ich zeige euch meine Welt. Und deswegen hier die Idee für diese Collage. Ja, weil da eben alle Themen drin vorkommen, die mich so interessieren und die ich so gemacht habe in meiner PC- und Gaming-Laufbahn und die zweifellos auch dann hier auf YouTube auftauchen werden. Na, da habe ich also die Verbindung zu meinem Kanalmotto, da habe ich die Verbindung zu meiner Person und zu dem, was ich mache. Und da passt das schon mal. Und da stört das auch gar nicht so, dass das hier dass das die Hintergrundgrafik selber vom Bildformat her einfach mal total daneben ist. Das Ding werde ich also eventuell irgendwann mal überarbeiten, wenn ich Zeit habe. Aber bis dahin erfüllt es seinen Zweck. Ja, es ist meine Visitenkarte. Es sagt was aus über mich, über meinen Kanal und mich. Passt zum Kanalmotto. Und das Auge sieht ja bekanntlich immer mit. Ja? Und mit diesen zitierfähigen Worten, mit diesem Bonmot, verabschiede ich mich wieder mal heute von euch. Adieu mit Ö.